Grüß dich! In diesem Video schauen wir uns das Kasterl zwei Lösungen für Cosinus an. Wir werden erklären, dass es auch für den Cosinus mehrere Winkel gibt, die demselben Cosinuswert entsprechen. Im letzten Video haben wir uns ja die gleiche Sache für den Sinus angeschaut. Dieses Video wird daher eine ähnliche Struktur haben wie das letzte. Ganz wichtig ist, dass du die Definition vom Cosinus schon kennst. Erinnere dich dran, wie der Cosinus am Einheitskreis definiert ist. Schreib das dann auf einem separaten Blatt Papier auf. Das Aufschreiben verhindert nämlich, dass du dich selbst austricksen kannst. Ich kenne das ja von mir selber. Wenn ich wo zuschaue, dann denke ich mir auch immer so, ja, das hätte ich auch so gemacht. Aber wenn ich dann wirklich es selber machen muss, dann merke ich erst, dass ich da eigentlich ziemlich drüber nachdenken muss. Du kannst das Video auch nochmal pausieren und dir die Kasterl weiter oben am Arbeitsblatt nochmal anschauen. Ich habe zu allen auch schon ein Video gemacht. Setz das Video fort, wenn du wirklich aufgeschrieben hast, wie der Cosinus am Einheitskreis definiert ist. So, schauen wir uns jetzt das Arbeitsblatt wieder genauer an. Vielleicht fällt dir auf, dass dieses Kasterl fast genauso ausschaut wie das Kasterl aus dem letzten Video. Ich bin deshalb einfach so unverschämt und bitte dich, dass du alle Arbeitsaufträge auf dem Kasterl gleich bearbeitest. Du kannst auch nochmal das Video zwei Lösungen für Sinus anschauen, das das vorige Kasterl bearbeitet. Da erkläre ich alles ausführlich für den Sinus. Wenn du fertig bist, kannst du hierher zurückkehren für eine schnelle Auflösung. Fangen wir beim ersten Punkt an. Der Cosinus vom Alpha ist ja genau die x-Koordinate von Punkt P, also genau 0,8. Es gibt aber einen zweiten Winkel, für den der Cosinus 0,8 ist, nämlich der da herunten. Wir suchen einen Winkel zwischen 0 und 360 Grad, also ist Alpha' dieser Winkel, der einmal fast im Kreis geht. Der Cosinus von Alpha' und von Alpha sind daher genau derselbe, nämlich dieser 0,8. Auf eine ganze Umdrehung, also auf eine Drehung um 360 Grad, fehlt ja jetzt genau Alpha noch. Der Winkel hier ist ja genau der Winkel Alpha runtergespiegelt. Alpha' plus Alpha zusammengerechnet ergeben daher genau 360 Grad. Oder umgeformt, Alpha' ist gleich 360 Grad minus Alpha. Den Arcus Cosinus schauen wir uns, wie den Arcus Sinus aus dem letzten Video, weiter unten nochmal genauer an. Für jetzt musst du einfach glauben, dass Alpha genau dem Arcus Cosinus von 0,8 entspricht. Am Taschenrechner findest du vermutlich Cosinus hoch minus 1. Wenn ich das eintippe, komme ich genau auf, oder nicht genau, aber ungefähr auf 36,87 Grad. So ein Zufall, dass hier genau dasselbe Winkel wie im letzten Video. Alpha' aber ist jetzt ein bisschen anders. Und zwar ist Alpha' 360 minus Alpha, also 323,13 Grad. Das war's. Im nächsten Video schauen wir uns die ganze Sache für den Tangens an. Bis dann!